Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Bollwerksgefechte. Und während wir hier ein Spiel Jumbo gegen Ode Mortis angucken, ein kleiner Hinweis: Am 21.01. startet natürlich wieder die nächste Fight Night. Ganz, ganz wichtig, schaut vorbei, am Samstag ab 19 Uhr geht's los. Alle Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in dem Forum-Thread der Fight Night. Einfach hinkommen, irgendwo mitfahren und Spaß haben. Ne? Über 3000 Leute werden erwartet, also schaut vorbei, sucht euch irgendein Team und fahrt gemeinsam Kompaniegefechte mit und gegen andere. Ich werde natürlich auch da sein und freue mich auf euch. Also Samstag, diesen Samstag, 21.01. ab 19 Uhr. Viel Spaß! Ich bei uns an dem. Oh, ah, Tino, Spritziger, viel Spaß, Herr Wies, wir ziehen die Hunden nackt von die Kante ran. Mal das Kleinste, mal hier, da steht irgendwas. 300%. Komm, Frick, vorwärts, go hier. Wir wollen hier unten an die Senke mit ran. Lights, mach den Scheiß oben sauber. Info, komm mit hier aus, rum hier ran. Warte, ich trage. Da ist der M41. Ich helfe ihm, Mattes. Bin getrackt. Der Pershing ist noch da, ne? Nach dem Pershing mitwirken, von Mattes, den Achtung, der Scorpion. Direkt, das machen wir. Der Scorpion steht die Line lang. Der Scorpion steht irgendwo bei B4. Der Pershing muss da raus. Kann sich mal bitte einleiten? Sind gerade dabei. Girlfriend bei uns an. Girlfriend bei uns an der Base. Ja, bin schon dabei. Info, entweder runter oder ich fährst in die Gun rein. Ja, bin gerade dabei. Hol ihn, Frick. Okay. Nice, sauber. In Richtung Heavies mit den Heavies. Bitte, Girlfriend. Hab ihn gleich. Ach, richtig. Ihr packt den, nice, sauber. Hier, die Lights, außenrum aggressiv durch. Ihr könnt dort alles pennen, was dort noch stehen kann. Die Heavies bieten gerade die APs an. Ihr müsst einfach mal außen durch. Mika, du bist noch full live. Wir haben noch einen mit HP. Da ist der... Ich hol mal den. One-Shot da raus. Der Scorpion muss weg, Ganz dringend. Kommt. Die Heavies, pushst du mal die Heavies zusammen von denen hier. One-Shot ist dabei und ein Two-Shot. Habt ihr auch nichts beim Scorpion angelassen? Pennt doch mal die Schellen jetzt bitte. Komm, der ES3 muss vielleicht da rausgehen jetzt. Mika. Nice. Kitty rechts, Ruhe. Nice. Naja, die Bulldogs konnten halt einfach nicht positiv trainen. Wie sollen sie es auch? Oh, Stony. Ich arbeite mich von hinten ran. U-Boot, Der Todessprung. Was erwarten die eigentlich, wenn die alle ihre Bulldogs einfach aufteilen? Und wenn 4 T49 im Gegnerteam zu sehen sind? Der eine, der da hochgejolot ist. Bei 49er aggressiv hier hinten rein, die beiden Mediums und ein 49er hier zum Lasern aufstellen, ein 49er hier drüben spotten, die Heavys alle hier rüber. Deep Train. Willst du nicht lieber einen hier unten, damit ich das hier alles gegen spotten kann? Mattes, du fährst mit mir in die Mitte, also bei G, F. Ja, kannst du auch machen. Dann zwei hier hin, einer hier hin, Felix hier unten hin, die beiden Mediums da. Habt ihr eigentlich mal gemerkt, dass sich der Sound vom Motor ändert, wenn er kaputt ist? Ja. Bei den Ketten ist es auch so, die fangen an zu rattern. Der hört sich dann richtig wie. Der Turm, wenn der Turm kaputt ist, dann hört er sich richtig kacke an.
Toni, du hast außen frei bleiben. Alter, Freak, fahr doch erstmal bitte in die Deckung rein. Mude genauso. Er sieht mich doch nicht. Ich hätte gerade auf den Fall schießen kann. Da hinten. Toll. Die beiden Mediums zieh dich mal bitte hier raus, kann man noch mit hier hinten hin. Kannst du nicht einfach alles, was ich rausziehen kann, rausziehen und ihre Lights kaputt machen? Ja, die hauen noch ab, bevor die ihr da. Oh, schon wieder ein Rationfeuer. Party nee, drücken, die Lights drücken. Ja. Lol, die Arti haut mich aus. Oh. Ja, nice, jetzt kommen sie, alles klar. Der ganze schnelle Scheiß hier dagegen. Die beiden 40er raus hier, die Lights crashen, die kommen jetzt rein bei uns. Info, warte mal, bevor der aufgeht. Ja, ich warte noch. Ja. Mika, guck, dass du auch noch mit wegkommst. Ach, die 54 nur gekettet, fuck. So, wenn Mika da ist, überfahrt ihr die zwei hier einfach. Einer ist schon fast low. Okay, überfahrt sie. Macht sie tot. Ah, ich sehe schon, ja, komm, ich komm da an, ist alles kaputt. No. Infoshield, ja, irgendwo hab ich schon. Nice. So, Heavy ist hier mit gegen jetzt, die kommen jetzt hier. Die Lights wieder hier mit außen ran. Was ist denn Arti catchen? Eine Arti? Ja, meinetwegen fahren zwei Arti catchen. Ja, ich hole sie mir schon. Info. Okay. Fantasie noch ein bisschen teuer. Kommen wir überall nicht durch. Ich zeig nur den Tom. Achtung, ja. Denk dran, die haben mir eine E-Strike noch nicht mit Mediums. Ja, die ist komplett anders theoretisch. Ja, aber lass mal einfach den Bereich da hinten crushen. Heavy Stone zusammen. Mathis. Jetzt kommt der One nicht wieder raus, ey. Können wir da vielleicht über links fahren? Komm mal. Ja, könnt ihr einfach. Frago, komm einfach mit dran und überfahren wir die hier. Jo, bin ich dir. Wir müssen halt rein wegen der ES3 von hinten. Ja, pusht sie einfach jetzt, Lode, wir haben doch eh nichts mehr. Achtung, macht das! Ja. Egal, ich komme. Und Stoli, wie fühlt sich so ein One-Shot an? Guckt in meine Richtung. Aro guckt in meine Richtung. Ja, ich brauch noch ein bisschen. It feels balanced, würde ich da behaupten. Ja, wenn man im ersten Busch steht in die Art, die in dem Game Blindshot ist. Ja, das ist natürlich die Tadel, aber. Ja. Ah, nochmal. Ich gehe immer davon aus, wenn die Gegner unter einem gewissen Qualitätslevel sind, schießen sie eigentlich keine Blindschüsse. Ja, Heat oder High? Tja, jetzt hast du wieder was gelernt, ist doch schön. Die lernst du mit Jumbo. Die sind aber nicht so dumm, dass die hier beim Pieken aufgehen und denken, da hinten ist nichts. Guck, die Arti guckt auf mich. Hat geschossen. Aus der Fahrt! Meine Arti geht weg. Ja, ich schieße vorher im Boden. Das Problem ist, Tony, in dem Moment, wo die Lampe kriegen, wissen die, dass da was da ist. Du gehst immer davon aus, dass die schon die Lampe haben. Ja, also, da waren drei. Einer von denen hat eine Lampe. Tony ist noch im Fünfer random, na klar. Weck den mal wer. Oh, ich hab zu viel Tier 10 gespielt. Warum haben denn die alle so viele Lampen? Die Heavies fahren mal komplett hier unten an den Hügel ran. Lights, ihr stackt euch hier und fahrt hier den Weg auf den Hügel. Hier jetzt hier mit den Heavies. Hier jetzt hier mit den Lights. Willst du die Lights auch zeitverzögert haben, damit die Heavies dann schon da sind? Pass schon, bin da. Wir fahren erstmal über den DZ hier drüber. Kriegen wir Beschuss ordentlich.
Da steht ein Dark Red. Steckt einfach gleich da, zieh wieder raus. Die nicht gespottet waren, zieh wieder raus. Wenn's geht. Ja, yeah, ja. Blow up. Scheiße. Hier ist gar nichts. Ja, entweder müssen wir durchziehen, Sepp, und wir ziehen hier durch, machen den kaputt, aber du kannst doch nicht einfach wieder ab. Ja, da stehst du aber dann halt nicht mehr safe. Wir haben jetzt 2,5 Panzer verloren. Wir haben jetzt 2,5 Panzer verloren. Ich würde sagen, wir hätten das zeitverzögert machen sollen, damit die Heavys dann sehen, ob da was ist oder nicht. Dann stehen die schon hier drüben, Drago, und du bist total, wir hätten einfach weiter durchhämmern müssen, als ob die alle ihre Schüsse auf Lights von da drüben treffen. Ja, das war jetzt halt schlecht. Von mir. Sieht der lieber den Heavys eigentlich aus? Durchziehen hier, oder? Nö, ja, wir ziehen durch. Oh, hi! Oh, mit den Lights kann man wieder ran hier. Der pennt mich schon kalt. Die haben die Lights irgendwo hier im Background. Guck mal, dass ihr euch da irgendwie wieder mit reinbekommt. Gucken, dass wir mal den WZ daraus operiert kriegen. Ja. Du und nicht oben? Mhm. Ja. Oh, der Push kommt von denen. Die kommen. Rest der hier einfach passt. Passt. Den Scheißdreck machen. Erst wieder. Den Light. Fokussiert den Light. Nächster Light. Nächster Light. Wir wollen die Lights tot haben. Steht. 850er. 500. Nächster WZ. Der hinkommt. Ich nehm die One-Shot ES3. Ich nehm den 5 HP ES3. Dann den 7 Vorsicht, über die Mega ist einer. Ist Bam gefallen. Den haben wir jetzt gleich. Ja. Bleibt geschossen. Ist runter. 2 Schüsse auf den 700 HP ES3. Jo, frag nochmal. Ich versuche gleich noch zu tracken dabei. Ach komm. Versuchen Rahmen, vielleicht reicht. Ja, ist gebounced, alles klar. Toni, Prost. Ich bin hinter ihm. Alles gut. Ich komm grad nicht weg. Hopp. Schon Kreis gefahren. Ey, das gibt es doch gar nicht. Ja, sicher, aber weiß ich da nochmal. Bisschen raus. Achtung, da kommt WZ. Ja, den bekomme ich. Warte, ich biete mich an. Nein! Ich prall natürlich deinen Arsch ab. Du bounce an dem? Ich prall natürlich dann seinen flachen Arsch ab. Ich hab ihn. Was er ist. Oh, wir fliegen halt einfach mal 200 Meter daneben. So, das war's dann auch erstmal für heute mit Bollwerk Action und Jumbo. Wir werden demnächst natürlich noch weitere Videos davon sehen und auch Clan Wars. Aber nicht vergessen, am 21.01. ab 19 Uhr findet die Fight Night statt. Alles unten in der Videobeschreibung zu finden. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüss.